Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind auf dem Deichhof Abendfrieden, stehen vor unserem Favorit 920, der bereits begonnen hatte, Gülle auszubringen. Gülle haben wir ausgebracht, jetzt müssen wir noch Gärreste ausbringen. Und ich sage mal so, beides wird uns nicht reichen hier für dieses Feld. Aber ist auch egal, wir werden jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen vordüngen sozusagen. Und dann werden wir mal anfangen, etwas zu verkaufen, denn ich habe gesehen, dass wir auf jeden Fall schon mal unsere Sandwiches wegbringen können. Also die bringen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld. Schauen wir mal. Und dann werden wir unsere Tiere noch füttern hier im November. Und ansonsten ist es so, dass wir Wolle ist noch nicht die Zeit. Die ist dann erst so, glaube ich, im März, April. Und auch für die anderen Dinge ist es auf jeden Fall noch nicht Zeit. Also das heißt, wir werden noch nicht so viel verkaufen können, sondern das wird sich auf jeden Fall ein bisschen noch ziehen in den Januar. Aber da schauen wir gleich mal nochmal rein. So, hier habe ich vorhin, und das heißt, da können wir nochmal ein bisschen loslegen. So. Und das Güllefass ist halt schon nicht schlecht, ne? 20 Meter Ausbringbreite und auf jeden Fall genügend Material, damit man nicht jedes Mal wieder gleich nach hinten fahren muss, um wieder entsprechend Gülle oder Gärreste zu holen. So. So, das müsste dann sein. Machen wir hier die letzte Bahn. Ja, und dass es jetzt vielleicht nicht so ganz genau passt, das ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. So, wir können da nochmal kurz drüber fahren. So. Und dann hauen wir da oben noch ein bisschen was raus an der Ecke. Genau, sehr schön, dann wäre es das. Dann bringen wir das Güllefass mal weg. Da haben wir dann noch ein bisschen was drin und die andere Wiese werden wir jetzt erstmal noch nicht düngen. Aber mir ist was anderes eingefallen, wo wir noch was machen müssen. Es ist nicht zu fassen, aber ich habe es echt vergessen. Augenblick, jetzt parken wir das Gerät hier erstmal neben dem Wender. Da passt es ganz gut hin. So, mal ein bisschen ranzoomen hier. So, sehr schön. Motor erstmal aus. Und da muss man sagen, das sieht ja jetzt echt aus wie auf einem Hof. Ne? Alles ein bisschen Chips. Aber okay, worum es mir geht ist, wir haben beinahe das Unkraut, hätten wir vergessen. Wir brauchen eine Spritze. Wir brauchen tatsächlich ja noch eine Spritze. Und ich kann jetzt schon sagen, da wird das Geld nicht reichen. Da werden wir noch ein bisschen was aufnehmen müssen. Beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal noch was verkaufen. So, die Biogasanlage, die läuft. Die läuft. Und da können wir mal ganz kurz reinschauen, was da überhaupt reinkommt an Geld. So. So, wo steht's denn? BGA. Einnahmen BGA. 4.700, 8.264, 2,7. Also wir können hier im Oktober, da lief sie praktisch 24 Stunden durch, mit 8.200 Euro rechnen. Das ist jetzt nicht der Burner. Das heißt, da kommen wir im Jahr knapp auf 82.000, 92, 98, also so ganz knapp auf 100.000. Und naja, okay. Es ist auf jeden Fall eine Einnahmequelle, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn wir da uns ein Hof-BGA hinstellen, wo es dann richtig scheppert in der Kasse. Also, ja, es ist so eine so gemächliche Einnahme. So, dann gehen wir mal los. Jupp. Und wir werden hier mit dem... Achso, wir müssen ja erstmal auslagern hier. Und zwar die Sandwiches, habe ich gesehen, die können wir verkaufen. Stopp mal, hier müssen wir hin. Und zwar Brot mit Käse und Salat. Da sind wir bei 4.400, aber der Imbiss am Badestrand bringt uns oder gibt uns 4.500. So, und da würde ich doch sagen, das ist doch ein ordentlicher Preis. So, also dann einmal Palette mit Brot und Käse. Haben wir leider nur eine.
Aber dann müssen wir schon für die 4.500 wenigstens nicht wieder einen Kredit aufnehmen. So, dann fahren wir da mal schnell hin. So, das müsste doch passen. Einmal aufnehmen. Und dann los. Und wir haben ja zum Glück hier den Kollegen, der fährt ein bisschen schneller als der Manitou. Der bringt es immerhin auf 43 km/h. Und der Imbiss am Strand ist ja jetzt sozusagen um die Ecke. Das heißt, da fahren wir mal jetzt gerade so hin und bringen Material hin. So, das noch ein bisschen eingeklappt. Und zwar hier am Deich entlang. Wunderschön hier am Deich entlang. So, schon mal hier vorwarnen, weil hier sind die Fußgänger unterwegs. Jo, holla. Und hier rechts, da sieht das Material so aus, als wenn das eigentlich auch schon mal geerntet werden müsste, ne? Sonnenblumen, da können wir natürlich noch den ein oder anderen Auftrag abarbeiten. Das wäre nicht verkehrt. Haben wir ja auch im Stream gemacht, im Late Night Farming Stream. Da haben wir auch ein Sonnenblumenfeld abgearbeitet, hat aber auch ein bisschen gedauert. So, der Kollege Cowboy. Hier müsste dann die Verkaufsstelle sein und dann geht hier das Material raus und bringt uns ein bisschen was. So, was haben wir denn? 4.500 und 223 Umweltbonus. Okay, sehr schön. So, der Brot ist wie gesagt erst später dran. Das bringt uns jetzt noch nicht. Dann fahren wir mal wieder hier zurück. Oh, und dann werden wir uns die Spritze holen müssen. Es hilft nichts, es hilft nichts. Wir werden auf jeden Fall Herbizid bearbeiten müssen. Und das machen wir mit dem Lindner. Und ich glaube, da werden wir auch Pflegebereifung drauf machen müssen. So, hier geht's rein. Ja, genau. Hier geht's zum Abendfreden, zum Deichhof Abendfreden. Und das Unkraut wächst und wächst und wächst. Und ich hatte das ja auch im Stream ein bisschen, oder ja, genau, thematisiert. Ich wollte das Ganze ja eigentlich auch erstmal wieder probieren mit Striegel und Hacke. Aber das ist alles ganz, ganz schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, ich komme damit nicht so zurecht mit der manuellen Unkrautentfernung. Ich bin dann, also was hier das Game angeht und vor allen Dingen halt auch mit der Spray-Spot-Technologie aus Precision Farming, ein Freund letztendlich der Spritze. Das Ganze ist natürlich deutlich teurer. Oh, das Licht wieder angelassen. Das Ganze ist natürlich teurer, auf jeden Fall. Aber dann hat man es wenigstens auch einmal richtig gemacht. Und da wir für den Kollegen hier sowieso auch noch ein Gewicht brauchen, holen wir das auch gleich. Also dann mal zum Händler. Und dann fahren wir hier bei unseren Schafen vorbei. Und die Tierchen werden wir dann auch füttern. So, an den Schafen vorbei. Wie sieht's hier aus? Okay, da hat es auch ein bisschen Wolle. Aber wie gesagt, alles erst später. So, und das Feld, wie gesagt, das ist fällig. Da werden wir dann ein bisschen was machen nächstes Jahr. Also da wird es so viel Gras nicht mehr geben. Hier der Schweinehof. Der Schweinestall. Was wird denn der kosten? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Was soll denn der eigentlich kosten? Das geht dann über die Karte. So, das wäre dann die 28. Ja, 70.000, ne? Ist nicht die Welt im Prinzip. Aber wir müssen halt dann auch die Tierchen füttern können. Und da sind wir einfach noch zu früh dran. Definitiv noch zu früh. So, ist jetzt frei? Ja. Ah, jetzt muss ich noch aufpassen. Was haben wir denn? Allrad? Nein, wir machen Vorderrad. Auf der Straße machen wir Vorderradlenkung. Mit dem Lindtrack auf jeden Fall. So, da vorne dreht sich auch ein kleines Windrad. Apropos Windrad. Ich bin der Meinung, man kann ja auch ein Windrad hier kaufen. Auch das wäre mal interessant zu wissen, was das kosten soll. So, das wäre natürlich auch so ein Ziel für so eine Runde hier oder für so eine Map, dass man sagt, man tut so viel Barmittel letztendlich erarbeiten, dass man dieses Windrad, weil ich gehe mal davon aus, es wird ein Millionchen kosten, dass man das dann kaufen kann, ohne eben einen Kredit aufnehmen zu müssen, aus wirklich dem Barbestand. Das wäre zum Beispiel auch ein Ziel von diesem Game oder von dieser Map.
So, jetzt sind wir erstmal da. Ah, wir müssen ja sowieso zur Händler. Wir müssen auch in die Werkstatt. Wir müssen umbauen. Wir brauchen Pflegebereifung. Denn, wenn ich richtig weiß, haben wir Fruchtzerstörung an. So, wir schauen mal. Fruchtzerstörung ist natürlich an. Motor erstmal aus. Zwei Dinge wollten wir gucken. Zum einen würde mich nochmal kurz interessieren, was kostet das Gelände? Das wird dieses hier sein. Da ist ein Windrad drauf. Die 1. 512.000, das würde ja theoretisch noch gehen. Was man damit verdienen kann, weiß man nicht. Das wird man erst wissen, wenn man es gekauft hat. Okay, wir brauchen eine Spritze und da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, wenn wir letztendlich Spot-Spray-Technologie haben wollen. Es gibt die Hardy oder es gibt die Querneland. Und die Querneland sieht im ersten Moment etwas günstiger aus, hat aber dann auch nur 18 Meter. Und wenn wir die auf 24 Meter haben wollen, dann sind wir bei 35.000, bei 1.800 Liter Tank. Die hat aber eben nur 1.200 Liter Tank und von vornherein aber 24 Meter und hat 34.500. Also ich persönlich muss sagen, ich brauche keinen Zusatztank, hoffe ich doch. Und selbst wenn, dann können wir den immer noch kaufen. Aber wir werden das Ganze versuchen ohne Zusatztank. Und dann kommen wir hier auf jeden Fall mit den 1.800 Litern, denke ich, deutlich weiter. Zumal wir ja eben Spot-Spray-Technologie haben. Okay, also, wir werden noch mal ein bisschen Geld aufnehmen müssen. Es hilft nicht. Denn im Endeffekt kommen wir mit der Technologie dann auf 70.000, 80.000. Was uns das Ganze dann kosten wird. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch. Tja, 310, ne? Hilft nichts. Es hilft nichts. Was zahlen wir denn im Moment Zins? 833. Okay. So, dann holen wir jetzt, wie gesagt, die Querneland. Müssen die, ja, wir nehmen 18 Meter, müssen wir halt öfters fahren. Naja, wir nehmen gleich die 24, weil jetzt ist es gerade egal. Mit Spot-Spray-Technologie kommen wir auf 74. Ja gut, auf der anderen Seite, es wird jetzt die BGA ein bisschen Geld produzieren und wir werden jetzt auch demnächst was verkaufen können. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dann sind wir erstmal mit den Anschaffungen soweit durch. Was wir aber noch brauchen, nicht, dass die jetzt hier drin gewesen wäre, ist noch ein kleines Gewicht für unseren Lindtruck. So, was nehmen wir denn da? Wenn das Ding hinten voll ist, 1800, ja, ich denke, wir sollten dann schon dieses hier nehmen, oder? Brauchen wir die Anhängerkupplung? Nö. So, okay, das wär's. Also, wir müssen hier noch umbauen. Wir müssen ja auch noch umbauen. Eieiei. So, Konfiguration. Wir brauchen Pflegebereifung. Ja, Pflegebereifung. Konfigurieren. Yep. Und jetzt haben wir nur noch 27.000. Und wir brauchen natürlich Herbizid. 2.000 Liter. Gerade egal von wem. Einsteigen, Motor an, Material anhängen, Tank voll machen. So, ganz schön großes Gewicht für den kleinen Schlepper. Ja. So, jetzt schauen wir mal, der füllt auf. Jetzt wird er bestimmt hinten ein bisschen runtergehen. Natürlich geht er runter. Hervorragend. Ab die Post, den Rest lassen wir stehen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Durch den Umbau haben wir doch bestimmt wieder Allradlenkung, oder? Nee, Vorderradlenkung. Passt. Dann ab aufs Feld und das erste Feld gespritzt.
Ja, so sieht's eben aus. Das hätten wir jetzt beinahe total übersehen, dass wir natürlich noch was gegen Unkraut machen müssen. Das hilft uns auf jeden Fall ja auch bei der Bodenbewertung, bei der Umweltbewertung, witzigerweise. Aber das ist ja ein eigener Punkt und da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir mit Spot Spray arbeiten, um da die 15 praktisch den Maximalwert zu kriegen, der uns dann natürlich wieder Bonus gibt beim Verkauf der Produkte. Also finde ich eine ganz, ganz gute Sache eigentlich, diese Idee, die sich dahinter dem Precision Farming dann auch verbirgt, dass man eben guckt, dass man hier gute, gute Werte bekommt, um dann nochmal einen entsprechenden Bonus beim Verkauf der Produkte, der Erzeugnisse und so weiter zu bekommen. Sehr schön eigentlich. So. Und das Feld ist richtig schön groß. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, wir haben das Feld ja gekauft, um eben Gras für die BGA. Und jetzt könnte man es theoretisch auch wieder abstoßen, aber das werden wir nicht tun. Felder, die wir haben, werden wir auch auf jeden Fall erstmal behalten. Das ist immer nur so, wie es so schön heißt, Ultima Ratio. Wenn überhaupt nichts mehr geht, dann kann man natürlich sich von dem einen oder anderen Feld noch trennen, bevor man in die Insolvenz geht. So, dann fahren wir mal aufs erste Feld und lassen den Kollegen fahren. Ja, hier müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Da ist ein kleiner Sprung drin. So. Dann machen wir mal aus Klapikowski. 24. Ja, das passt gut. Ich glaube, der klappt nochmal aus, ne? Ja. Das ist schon ordentlich. So, die Maschine. Achso, stopp. Lenkmodus, automatische Ausbringung soll natürlich anbleiben. Ja, das müsste doch passen. Anden, Stickstoffreferenzwert ändern. Ja, das brauchen wir doch jetzt nicht. Ja, Stickstoff. Wir haben hier HPC drin. Also ab die Post. Sehr schön. So, wir haben ja genau zwei Felder, die müssen wir auf jeden Fall bearbeiten. Und das Vorgewende braucht er definitiv, um zu wenden. So, aus. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier ohne Probleme durchkommt. Oder ob er jetzt irgendwo hängen bleibt. Nö, das sollte eigentlich funktionieren. Hervorragend. Dann schauen wir mal kurz ins Kärtchen. Und ich würde auch nochmal die Umweltbewertung, beziehungsweise genau hier die Umweltbewertung, die Umweltwerte. So, da sind wir bei 67. Klar, und bei Bodenbearbeitung, Unkrautbekämpfung 18,8. Okay, 78, 62. Wir sind im Moment bei 6% im Plus. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? So, dann schauen wir mal. Ja. Das macht er sehr, sehr ordentlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit der Unkrautbekämpfung bei TerraLife ist. Ich glaube, da kann das sein, dass da das Unkraut erst so langsam dann verwelkt. Hier geht es ja sofort. Man sieht sofort das Ergebnis. So, dann werden wir hier wieder mal ein Vorgewende fahren, weil der wollte schon wenden. Und ich glaube, der fährt ja da bei der ganzen Geschichte nicht rückwärts. Also ich muss ehrlich sagen, Spot-Spray-Technologie gefällt mir sehr, sehr gut. Und man sieht auch, 97%, er ist da wesentlich sparsamer natürlich und schont damit auch unseren Geldbeutel. Und ich würde gar keine Spritze mehr nehmen. Hallo, stopp. Ohne Spot-Spray, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich gesetzt. Weil es halt eben auch letztendlich sich in der Umweltbewertung bemerkbar macht. So, den müssten wir jetzt eigentlich so losschicken können. Dann könnten wir in der Zwischenzeit... So, wo ist er denn? Da ist er. Den mal abhängen. Und dann werden wir hier unsere Tierchen mal füttern.
So, denn zum einen brauchen unsere Schafe Gras und zum anderen brauchen unsere Tierchen, hier unsere Kühe, auch wieder frisches Futter. Aber ich bin der Meinung, dass der Wagen, der Futtermischer, der Mixer voll ist. Das heißt, den müssen wir eigentlich nur kurz ankoppeln und dann können wir Material einkippen. Oder irre ich mich da? 12.000 sind noch drin. Ich mache schon wieder den Motor aus. So, hervorragend, das war's schon wieder. Das heißt, die Kühe sind schon mal wieder versorgt. Die lieben, lieben Milchkühe. Genau. Ja, Stroh können wir später machen. Dann holen wir jetzt mal den kleinen Strautmann und dann holen wir Gras für unsere Schafe. Und dann werden die mal gefüttert. Der Strautmann steht auf der anderen Seite. Ja, Vorsicht, nicht hier in die Eier reinfahren. So, jetzt überlege ich gerade, das haben wir, denke ich, im Silo, also sprich im Multifrucht haben wir, glaube ich, Gras. Und dann nehmen wir das, weil dem anderen könnten wir natürlich auch Gras rausnehmen, aber das soll ja siliert werden. So, hier beim Umladen muss man immer ziemlich dicht dran fahren. So, Weizen, Gerste, Hafer, Raps. Müsste doch jetzt irgendwann noch Gras kommen. Gras, sehr schön. 8000 Liter, denke ich. Jo, hervorragend. Dann fahren wir mal zu unseren Schäfchen. Und dabei nicht an der Laterne hängen bleiben. Ja, da hat es doch einige Bordsteine, so wie es aussieht. So. Dann machen wir hier mal das Gatter auf. Und das Schöne ist ja wirklich, dass wir für die Tiere nur Gras brauchen. Und kein Heu produzieren müssen. So, habe ich da jetzt irgendein... Ja, ich wollte gerade sagen, muss ich das zur Seite abkippen? Nee, das geht auch so. Ja, da können wir mal kurz ein Foto machen. Ein Foto. Zack. Zack. Hervorragend. Mal wieder ein schönes Thumbnail. Naja, da ist noch ein bisschen Luft drin. So, da muss ich jetzt hier wieder mal durch euch durchfahren. Sorry, sorry. Keine Sorge, Kinder, das tut dem Tierchen nicht weh. So. Dann wieder das Gatter zumachen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass am Ende des Abends irgendwelche Tierchen verschwunden sind. So, und hier müssen wir dann wieder ein bisschen rangieren, weil wir müssen ja hier rein, rückwärts. Und wir müssen auch das Gatter aufmachen, witzigerweise. So, und da sind wir das letzte Mal ja auch böse auf die Nase gefallen, als der ja unseren Ladewagen hier durch die Gegend geworfen hat. Ein rabiates Gatter. So, Dele, jetzt hier rein. Da kurz vorziehen, dann passt's. Ah, okay. Brauchen nicht viel. Das liebe ich an den Schafen. So, dann machen wir hier wieder zu. Na, zu. Sehr schön. Den Rest kippen wir dann in unsere... in unser Fermentersilo. Dann holen wir noch ein bisschen Weizen für unsere Hühner. Und dann sollte eigentlich gut sein. So, da müssen wir jetzt in die Richtung. Ja, da war's doch.
So, das sollte mal reichen. Schauen wir mal ganz kurz nochmal rein bei unseren Tieren. Also hier ist voll. Wasser brauchen die nicht. Auch hier ist soweit erstmal gut. Auch die sind versorgt. Und hier, okay, sind wir im gelben Bereich. Und da sind auch die ersten Tierchen nachgekommen. Wunderschön. Ein Monat alt. Hervorragend. Und ich denke, in der Zwischenzeit müsste doch der Lindtrag hier mit dem Spritzen auch fertig sein. Na, komm, komm, komm. So, sehr schön. Großer Trigger, hervorragend. So. Ja, okay, da haben wir die Hälfte drin. Das passt soweit. Also, die Tiere sind versorgt. Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Dann machen wir mal hier den Motor aus. Und er hier hat hoffentlich auch fast alles abgearbeitet. Ich sehe hier noch zwei Pflänzchen stehen. Alles klar. Das müssen wir nochmal von Hand nacharbeiten. Jo, da lassen wir nochmal schnell durchlaufen. Gucken ins Kärtchen, das hilft immer. Feldfrüchte, Wachstum und hier haben wir genau. Und da müssen wir die Bahn noch runterfahren, hilft nichts. Aber das werde ich jetzt hier noch alleine schnell fertig machen mit unserem Lindtrag und unserer neuen Spritze, die wir beinahe vergessen hätten zu kaufen, um unser Unkraut zu bearbeiten. Ich mache jetzt noch das andere Feld und dann sind wir mit dem November durch und dann schaue ich mal, ob wir uns dann rechtzeitig dann wieder sehen, wenn wir in den Verkauf unserer Brote und Eier gehen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.